Heute ist der Tag der Tage gekommen. Wir müssen heute den Rekord von 128 aufstellen oder ich quitte die Draft-Rekordversuche. Das heißt, ich höre wirklich auf. Ich hab's euch versprochen, ich setze mich hier heute 5, 6, 7, 8 Stunden, wenn es sein muss, hin, um die Besten der besten Drafts zu bauen. Und ich hoffe, ich werde am Ende ein 128-Rated-Draft gebaut haben. Ansonsten muss ich aufhören. Jeder, der will, dass ich weitermache, kann gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Pusht mich heute. 4555 Likes wollen wir auf jeden Fall sehen. Das wäre crazy und lasst ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ich will nicht aufhören, deswegen muss ich es schaffen. Und wir fangen an. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und da kommen auch schon die Formationen reingeflattert. Was habe ich denn hier? 4-3 zurückgezogen, 4-3 defensiv, 4-1-4-1. Wir gehen mal mit der 4-3 zurückgezogen. Schauen wir mal, was für Captains wir bekommen. Je nachdem machen wir weiter oder auch nicht. Wir starten rein mit Ginola. Machen weiter mit 98 Rated R9. Wir haben eine 98 Rated Karte am Start, Freunde. Und das ist schon wieder. Mua, 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 mua. Davon gibt es nicht viele. Und wir kriegen direkt den besten. R9. Ich bin gespannt, wann die erste 99er Karte kommt. Der nächste Brasilianer ist am Start. Garrincha. Ey, vielleicht sind es jetzt mittlerweile die Flügelposition-Formationen, die man mitnehmen muss. Das ist natürlich ganz großer Quatsch. Auf der 6er Position kriegen wir noch größeren Quatsch. Dann aber bitte auf der 3. ZM-Position was Gutes. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das fühlen soll in meinem Mittelfeld. Ich glaube eher nicht. Hier ist Nichtsgönner am Start. So, Nichtsgönner mit einem 95er Rating. Walker mit einem 96er Rating. Schade. Wir kriegen Lala. Lala. Lala, Lala. Lala, Lala. Diaz. Geh weiter. Oh mein Gott. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Was soll ich dazu sagen, Freunde? Was soll ich dazu sagen? Wenigstens noch Campos 93 bekommen. Die Bank muss eskalieren. Wir gehen rein mit Karim Benzema. Nicht gut. Wir machen weiter mit Zico. Kann der ZM? Er kann ZM. Und genau solche Spieler brauche ich jetzt. Genau solche Spieler brauche ich jetzt, um einen High-Rated Draft zu bauen. Gib mir direkt noch einen ZM-Spieler. Direkt einen ZDM oder einen Innenverteidiger. Jetzt bitte. Okay, hier haben wir noch einen 94er RV. Den können wir auf jeden Fall benutzen. Und tun wir hier rein für Lala. Vielleicht kann davon ja auch jemand Innenverteidiger. Leider nicht. Sonst hätte ich die noch aufstellen können. Boah, Bro. Jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Del Piero mit einem 95er Rating, den wir auf die Linksflügelposition stellen können. Ginola kann leider auch nur ZOM. Aber wir haben mieses Draft, oder nicht? Mieses Draft, wenn wir noch einen ZDM und einen IV bekommen sollten. Oh mein Gott. Okay, McKenny, tut mir leid, ich muss dich leider skippen, weil hier 97er Mondi am Start. Was mache ich denn jetzt? Ich muss Mondi reinstellen für Nichtsgönner. Das gibt Minus-Chemie, aber 2 Ratingpunkte plus. Und damit sind wir auf einer 94er-Bewertung nicht. Hier kann sie vielleicht ZDM, kann sie auch nicht. Niemand kann ZDM von meinen Spielern. Das heißt, der 79er bleibt fürs Erste drin. Puskás, Cruyff, die haben alle so krasse Karten, ne? Die haben alle so krasse Karten. Ich gehe mal mit Puskás. Cruyff hat ja auch noch eine 97er Karte. Puskás eigentlich auch, aber die kann man im Draft nicht bekommen. So, Rabiot kann ZDM und Xhaka auch. Ich gehe mit Rabiot, französischer Link. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Wir sind immer noch auf 93, obwohl wir 98er 9 haben, 97er Mondi haben. Ich brauche noch einen IV. Bitte, ich brauche noch einen IV, bitte. Ich brauche noch einen IV, bitte. Dann sollten wir auf eine 94 hochkommen. Aber für ein erstes Draft ist das heute mies OP. Mies, mies, mies OP. Ich sag offen und ehrlich, mies OP. Oh, Di Marco kann ja sogar IV. Di Marco kann ja sogar IV. Okay, da können wir jetzt dribbeln. Da können wir jetzt auf jeden Fall was dribbeln. Lass ich mal gucken. Lass ich mal kurz dribbeln, Freunde. Lass ich mal kurz dribbeln. So, gedribbelt. Rabiot noch hier rein. Zack, 32 Chemie. Da haben wir auf jeden Fall gut gedribbelt. Aber das ist nur eine 93er Bewertung. Und das, obwohl wir R9, Del Piero, Zico, Mondi haben. Wie krass ist das denn? Kommen wir auf eine 33er Chemie? Ich brauche einen Portugiesen. Haben wir nicht. Nö, dann kommen wir nicht auf eine 33er Chemie. Das ist ja verquatscht. Egal, wir hatten schon mal 98er R9 gesehen. Wir sehen das, was möglich ist. Und genauso machen wir jetzt weiter. Diese Übersicht sieht krass aus, oder nicht? Die Bewertung sieht gar nicht krass aus. Ich weiß nicht warum, Freunde, aber ich will meine Dreierketten haben. Wir haben die 4-3-1-2, die ist auch nicht schlecht. Leider keine Dreierkette dabei gewesen. Aber mal schauen, was mit dieser Formation möglich ist. Wir starten rein mit Casemiro, gehen direkt auf unsere 10. Schauen direkt, wer unser Zehner wird. Oh mein Gott, Rivaldo. Der hat doch eine 98er-Karte, aber ich muss ihn trotzdem mitnehmen. Er hat eine 98-Rated-Karte, Freunde, auf dem linken Flügel. Linken Flügel haben wir aber nicht, deswegen nehmen wir den jetzt mit. 92er Mbappé. Unser Sturm ist nicht gut, beziehungsweise unser Angriff auch nicht gut. Also Non-Rare wollte ich noch nie haben. Lothar Matthäus wird mitgenommen, Bro. Xavi war auch dabei, aber Lothar Matthäus
dann nochmal ein Stückchen geiler. Und 96er Michael Ballack ist dann nochmal ein Stück geiler. Junge, was haben wir hier für deutsche Icons am Start? Spanien gegen Deutschland im Viertelfinale, Freunde. Wer wird's machen? Schreibt's mir in die Kommentare. Was sind eure Tipps? 2-1 Deutschland, 3-1 Deutschland, doch vielleicht sogar 2-1 Spanien. Schreibt's mir in die Kommentare. Jetzt haben wir hier Roberto Carlos auch noch. Bro, ich glaube, wir bauen heute Weltrekord. Heute ist es soweit. Dodo wird mitgenommen. Brasilianer. Brasil! Bro, 96er Maldini, 96er Maldini und jetzt hätte ich hier noch 97er Virgil bekommen, dann wäre alles vorbei gewesen. Aber unsere Defense sieht stark aus. Wir brauchen noch einen Rechtsverteidiger, noch einen linken ZM und noch ein paar neue geile Angreifer und jetzt auch einen neuen Torhüter, den wir natürlich auch direkt suchen werden. Boah, Donnarumma, einfach random Donnarumma bekommen. Woher kamst du denn, Donnarumma? Wie gut, dass wir ihn bekommen haben mit einer 95. Das ist Quatsch. Das ist großer Quatsch. Nico Williams, zwar krasser Spieler, aber hier im Draft gerade unpassend. Come on, Bro. Come on, Bro. Come on, Bro. Da ist ein RV. Da ist ein RV. Da ist ein RV. Oder nimm den ZM mit. ZM oder RV? Wir kriegen bestimmt noch geilere RVs, ne? Ich gehe mit dem ZM. Ja, doch, doch. Wir nehmen den ZM mit hier im 93er. Wir kriegen noch bessere RVs, Freunde. Wir kriegen noch einen 96er Walker oder so. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass unsere Defense noch krass wird. 97er Vidic jetzt auch noch. Bruder, was? Was geht hier ab? Olga. Wieso kann niemand Rechtsverteidiger? Wieso können alle nur Linksverteidiger und niemand kann Rechtsverteidiger? Bro, wir sind auf einer 94er Bewertung. Und gleich, wenn wir noch einen Angreifer bekommen auf einer 95er Bewertung. Da ist Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ich nehme ihn natürlich mit einer 95. Minus 1 Chemiepunkt. Aber wir sind auf 95, oder? Nein, sind wir nicht. Ich will heute die 95 sehen mit maximaler Chemie. Das ist das Ziel. Warum kannst du, Bruder... Oh, er kann ZOM. Ich habe nie was gesagt. Alles gut, Bro. Und da ist die 95er Bewertung. Da ist die 95er Bewertung, Freunde. 32 Chemie. Die maximale Chemie kriegen wir mit einem portugiesischen Manager. Oder Saudi-League-Manager. Easy. Ich gehe mit Johan Cruyff. Wir kriegen jetzt eh keinen Angreifer mehr, den können wir sogar reinstellen. Phil Foden auch noch mit 94. Das wird was, Freunde. Ich glaube, das wird was. 94, wieso zur Hölle sind wir gerade hier auf 94 gedroppt? Wir waren doch auf einer guten 95. Wir waren auf einer super 95. Ich hab's gesehen. Ich hab's schon vor Augen gesehen. Die 95er Bewertung und dann die maximale Chemie mit meinem portugiesischen Manager. Ich hab's doch schon vor Augen gesehen. Ist das krank, Freunde. Die Defense hat es hier komplett rausgeholt. Wir haben leider keinen Rechtsverteidiger mehr bekommen. Der hat... Verkackt. Kommt ein Portugiese? Es kommt ein Portugiese. Und damit haben wir Full Chemie auch geknackt. Wieso ist es nicht bei 95 geblieben? 127 rated. Und weiter geht's. Weitermachen. 128 wird heute kommen. Und welche Formation kriegen wir? Eine richtig gute Formation. Und zwar die 4-3-2-1. Wir haben alles dabei. Wir haben wirklich alle Positionen dabei. 98er Dalglish gibt es. Wir kriegen den 89er. Ich kann das doch nicht. Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass wir den 89er mitnehmen, deswegen Rooney. Bitte, 97er Karte. Bitte. Oh mein Gott. Ich sehe ihn das erste Mal. Great of the game. Hullet. 5-5. Was kann er noch? MS, ZM, ZOM, ST. Der kann alles. Der kann wirklich alles. Und jetzt noch eine 97er Karte hinterher. Komm. Oh. Wie oft sage ich es euch? Die 4-3-2-1. Sie ist so wunderbar. Sie ist eine Formation. Sie passt einfach zu mir. Diese 4-3-2-1 und ich, wir sind so. Und Pellegrini wird jetzt auch mal mitgenommen. Wer ist der mittlere ZM? Rede. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin eine Mui. Ohne Sinn. Gib mir eine 96er Karte. Na, 94er Ferguson. Nehme ich ihn mit? Ja, doch. Ich nehme ihn mit. Für die Serie A. LV. Oh mein Gott, Mandy, du hast auch eine 97er Karte. Guck mich nicht so an. Ich nehme dich auf gar keinen Fall mit. Auf gar keinen Fall. Rechtsverteidiger Walker 96. Pack ein. Mach fertig. Oh, Carlos Alberto 93. Nicht schlecht. Jetzt 96 plus. Pack ein. Oh.
Komm, lass los, Freunde, lass los. Virgil van Dijk, Saliba. Aber warum nicht erst Virgil van Dijk und dann auf der nächsten Position Saliba? Wir machen es jetzt fertig. Wir nehmen Virgil van Dijk mit und holen uns jetzt Saliba rein. Komm, Saliba. Carles Puyol, Greats of the Game. Boah, unser Team hat performt. Unser Torwart hat aber absolut nicht performt. Alvero, du bist ein verquatschter Torwart. Deswegen suche ich direkt die nächste Torwartposition. Auch verquatscht. Van der Sar, Thunderstruck, not good. Was sagt unsere Bank? Minder, der Inder. Ich nehme Zola mit. Warum? Weiß ich auch nicht. Machen wir weiter mit, oh mein Gott, jetzt haben wir wirklich zwei 97er Innenverteidiger. Und der kann RV. Egal, das bringt aber nichts. Kann irgendjemand LV? LV. Wieso kann niemand LV? Mann, wieso kann niemand LV? Bruder, was passiert hier? Das sieht verrückt aus. Wir haben zwei 97er Karten in der IV. Und 97er Kreuz vorne drin, zusammen mit Rulle. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist das. Ja, habt ihr es gesehen? Ihr habt es nicht gesehen, oder? Ich hab's gesehen. Und jetzt ackern wir. Nein. Keine Non-Res. Einfach nur High-Rated-Karten. Keine Non-Res, habe ich gesagt. Bitte einfach nur High-Rated-Karten. Bitte. Mann, Isani Koulibaly, 100 Jahre Garantie. Mann, Digga, gib mir High-Rated-Karten. Gib mir ein LV. Jetzt. Alter, bitte kannst du LV. Chiesa, er kann nicht LV. Er kann es einfach nicht. Er kann LM, RM, RF, LF. Bringt mir nix. Nada, niente. Noch ein Zettel mit dem 91 Rating. Ist ja nicht so, als ob ich die schon alle hab. Ist das ein krankes Team, Freunde. Und wir sehen nicht mal eine 94er Bewertung. Und das, obwohl wir drei 97er Karten haben. Ich kann das alles nicht mehr. Es ist viel zu viel für mich. Es ist wirklich so krank. Warte mal, wieso habe ich hier noch einen Reservespieler offen? Den habe ich ja gar nicht gesucht gehabt. Und das sind die Formationen. Und da unten ist sie, die alte 4-3-2-1 Formation, die wir alle so lieben. Ohne viel überlegen nehme ich sie natürlich mit. Und jetzt hoffen wir auf einen geilen Kapitän. Nein. Das ist es nicht. Wir gehen rein mit Mo Salah. Die ganze Startelf haben wir vor uns. Gib mir 98er R9. Gib mir 98er Dalglish. Gib mir eine 90-Plus-Karte. Boah, ich habe erstmal um 98 gebettelt und dann habe ich die ganzen anderen Spieler gesehen und dachte mir so, gib mir einfach nur was 90-Plus-mäßiges. Mittelstürmer 1. Oh mein Gott, Bro. Die 4-3-2-1 ist washed, oder was? Ist sie washed? Nein, ist sie nicht. Puskas 96. Weiter. 96er Mag Alister. Weiter. So, weiter. 92er Dunst, immerhin 92 rated. Sobald wir 90 plus bekommen, ist alles okay. Wir wollen natürlich aber noch ein paar mehr High rated Karten haben, wie Pirlo. Diese Greats of the Game Icons. Ich liebe sie. Ich kann es nur oft genug sagen. Suazo wird mitgenommen. Jordi Alba wäre auch geil gewesen, aber wir wissen noch nicht, ob wir Messi bekommen werden oder nicht. Und dann kriegen wir auch noch 95er Greats of the Game Zanetti. Der kann LV, RV, ZM. Der Mann kann alles. Carles Puyol wäre geil, aber 94er Vasquez ist noch besser. Bro, jetzt gib mir noch eine 97er Karte und dann sind wir im Geschäft. Virgil van Dijk 97. Torwart, 97er Schmeichel. Boah, das wäre jetzt auch zu viel des Guten gewesen. Keating. Bruder, wir haben eine 94er Bewertung nach der Startelf und haben da vorne einen Non-Red drinne. Bitte EA. Wir können es schaffen. Jetzt ist es soweit. Warte. Können wir uns verbessern? Wir können uns nicht verbessern. Okay, wir bleiben dabei. Wir brauchen eigentlich nur einen richtig guten MS. Komm schon. Gönn doch einfach nur einen richtig guten MS. Und Di Maria 94 hätte mir schon gereicht. Oh, Lizarazu mit einem 93er Rating. Da kommt kein MS. Alter, ist das frech. Letzte Chance auf einen geilen MS. Ich glaube, der kann Stürmer. Kann Raul MS? Dann machen wir es so. 94er, zack. So, sehen wir die 95? Sehen wir sie? Wir sehen sie nicht. Wir sehen die 95er Bewertung nicht.
Aber wenn hier jetzt noch was Gutes kommt, vielleicht dann. Come on. Turn the radio on. Turn the radio on, Somerville. Bam. Skibby, skibby, skip, skip. 94er RV. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall uns nochmal verbessern. 94er RV. Okay, jetzt können wir uns auf jeden Fall nochmal verbessern, indem wir so und so machen. Und dann haben wir nochmal einen Torwart, der jetzt nochmal richtig geil werden kann. Wird er aber nicht. Und damit haben wir nur eine 93er Bewertung. Ne, eine 94er Bewertung. Und das nächste 127er. Ah, 127er kann mir langsam den Buckel runterrutschen. Wir wollen die 128. Und deswegen machen wir weiter. Keep going, bis wir es schaffen. Die Formation ist immer ausschlaggebend, ob es was Gutes wird oder nicht. Boah, wir haben heftige Formationen am Start. 4-3-3 falsche 9, aber auch die 3-4-1-2. Ich glaube, die 3-4-1-2 ist mittlerweile sehr geil, weil es da diese 98er Karten im Sturm gibt. Und wir gehen rein mit einem Zico. Das ist auch nicht schlecht. Ist zwar nur eine 92er Karte, aber dafür eine Icon. So, wir haben zwei Chancen auf eine 98er Karte hier. Wir kriegen 96er Pelé. Da will ich mich nicht beschweren. Und wenn daneben sich jetzt noch R9 98 hinsetzt, ne? Oder Dalglish 98. Dann schmeckt das ya unnormal. Batshuayi. Fenerbahce auf die 1, oder was? Yeah. Okay, dann holen wir uns den 98er gleich von der Bank. Erstmal die ZMs. Petri. Spanien hat wieder performt. Spanien hat wieder so performt. Ich bin sehr gespannt auf Freitag. Deutschland gegen Spanien. Das wird auch ein crazy Spiel. So, 94er Abili. Doku, komm einfach. Ich will einmal Doku auf der RM-Position sehen. Den sieht man nie. Aber dafür Mahrez. Tots Plus, Saudi, Pass, hat Full Chemie. LM, komm, mit einem 92er Rating macht man nichts falsch. Der kann auch später noch auf die Bank und dort das Rating pushen. Und das ist schmackhaft. Guck mal, jetzt kriegen wir hier Ruben Dias mit einem 97er Rating. Den nehmen wir mit. Dann kriegen wir hier Van Dijk mit einem 97er Rating. Und hier Saliba mit einem 97er Rating. Und dann haben wir die drei 97er. Gib sie mir. Oh, oh. Okay, es gibt ja sogar noch mehr 97er IVs, die ich gar nicht im Kopf hatte. Deswegen sind die drei Ketten auch noch geiler. Komm, mach den dritten hintereinander. Mach den dritten hintereinander. Er stellt mir noch einen 96er Bastoni hin. Ist das schön. Ist das schön. Ist das eine schöne IV. Und jetzt unser Torwart. Und jetzt unser Torwart. Nein, nein, nein. Wir haben gerade drei 97er Karten und eine 96er Karte innerhalb von 4 Picks bekommen. 94er Startelf. 94er Startelf. Und jetzt gib mir einen Stürmer. Oh mein Gott, gib mir einen Stürmer. Gib mir einen kranken Stürmer, bitte, bitte, bitte. Boah, soll ich ihn mitnehmen oder auf den 97er warten? Ich muss ihn mitnehmen. Ich muss ihn mitnehmen. Den 97er bekommen wir, glaube ich, nicht nochmal. So, wir sind auf 95. Die 95 steht dran, aber die muss jetzt auch bis zum Ende dran stehen. Die muss jetzt auch bis zum Ende dran stehen. Und wenn es klappen kann, dann jetzt. Wenn es klappen kann, dann jetzt. So, wir gehen mit Rating. Wir gehen mit Rating. Wir gehen mit Rating. Okay, okay, okay. Wir können sogar noch... Wir können uns pushen. Wir können uns pushen um 2 Punkte. So, so... Und so, pushen wir uns nochmal um 2 Ratingpunkte in der Startelf. Das ist stark. Oh mein Gott! 98er Ronaldinho! 98er Ronaldinho und wir pushen uns nochmal um 4 Ratingpunkte. Bro! Bro, 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 bro. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt ist es soweit. Wir haben hier hinten 3 97er Karten. Wir haben hier eine 98er Karte, 96 und 95. Es ist soweit. Es ist soweit. Es ist soweit. Rekord, 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 Rekord. Wieso kriege ich so viele Torhüter auf einmal? Ich habe Kassiers, ich habe Yashin, ich habe Schmeich. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Wir sind auf 96. Wir waren gerade auf 96. Guck mal, da sieht man es kurz. Wir sind auf 96, Freunde. Wir waren auf 96. Man sieht es da kurz. Warte, warte, warte. Komme ich wieder auf 96? Nein. Wir waren kurz auf einem 96er Rating. Ich schwöre auf alles, wir waren auf einem 96er Rating. Habt ihr es gesehen, dass wir wirklich auf einem 96er Rating waren? Und jetzt kriegen wir auch noch 97er Messi. Das war's. Wir sind durch. Wir sind durch. Das ist Weltrekord. Das ist offiziell Weltrekord, Freunde. Das ist und wird offiziell Weltrekord. Wir sind auf einer 96er Bewertung. Das wird hundertprozentig im 95er Draft. Hundertprozentig. Wenn wir jetzt nicht sogar einen 129er bauen. Einfach nicht mal einen 128er geschafft. Wir machen direkt einen 129er fertig. Pack ein. Mach fertig. Die beste Startelf aller Zeiten. Was passiert hier gerade? Komm, 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 komm. Wir droppen auf 95, wenn ich die Bank sortiere. Vielleicht wieder auf 96? Leider nein, leider gar nicht, okay? Aber dann wollen wir die 95 haben. Dann wollen wir die 95 hier bis zum Ende haben. Bitte, 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 bitte. Wir haben sogar noch eine 92er Karte, die wir nach vorne sortieren können. Eine 92er Karte, die wir nach vorne sortieren können. Eine weitere 92er Karte hier. Wir sind immer noch auf 95. Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es. 92er Wendel, wir sind immer noch auf 95. Der letzte Spieler. Der letzte Spieler wird jetzt entscheiden, ob wir den Rekord aufstellen oder nicht. Und ich glaube,
Und ich glaube, wir machen's. Und ich glaube, wir machen's. Und ich glaube, wir machen's. Und ich glaube, wir brauchen nicht mal Messi in der Startelf. Und ich glaube, wir können's so machen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nur... Was brauchen wir? Was brauchen wir? Was brauchen wir? Wieso haben wir keine Full-Chemie? Ein Spanier oder ein La-Liga-Spieler? Haben wir noch einen anderen ZM? Cancico-ZM? Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Freunde. Wir haben's endlich geschafft. Ein 128 rated Draft, was zwischendurch auf einer 96er Bewertung war. Mit Ronaldinho 98, mit Ruben Dias, mit Vidic, mit Schmeichel, mit Lionel Messi auf der Bank. Können wir ihn reinstellen? Wir können ihn sogar wieder reinstellen. Er kann in die Startelf. Und damit ist es das beste 128er Draft, was überhaupt geht. Bro, hol den Manager ab. Zeig's den Leuten, dass wir es wirklich geschafft haben. Hier haben wir sogar noch spanische Manager, also wir hätten es sogar mit Petri geschafft. Aber so sieht das Ganze doch wunderbar aus. 98er Ronaldinho, 94er Billy und 97er Schmeichel werden angezeigt. 128 rated. Ja! Bro, ich bin so glücklich. Und das mit einem meiner Lieblingsspieler, Ronaldinho, von dem ich ein originales Trikot hier habe, mit Unterschrift drauf. Ich habe einen Teil von ihm in meinem Zimmer und er hat es ermöglicht. Was war das für ein Draft, Freunde? Hilfe! Und jetzt geht's weiter mit der 129 rated Challenge. Jeder, der dran glaubt, dass ich es wieder packen kann, kann einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Die 129 wird kommen. Bis zum nächsten Mal. Peace.